Der MediPont ist eine interaktive Gesundheitseinrichtung. Sie kann auch Mini-Apotheke oder Apotheke Express genannt werden. Die Mini-Apotheke ist eine arzneilichbatengeschützte Serviceeinheit hergestellt in Ungarn. Die Abmessung der Mini-Apotheke beträgt 2000 × 1000 × 790 mm, das Gewicht beträgt 270 kg. Ihre Modellnummer ist KS2012. Sie ist mit 4 Rollrädern zu bremsen und mit 4 stabilen Beinen ausgestattet. Das Gerät ist mit einer GSM-Kommunikationseinheit ausgestattet, welche die Callcenter-Lösung ermöglicht. Auf der Vorderseite der Mini-Apotheke ist sichtbar der Lautsprecher und das Mikrofon. Der Schlitz der Quittungsausgabe, wo die Anweisung zum Medikament auch ausgedruckt werden kann. Banknoteneingabe und Münzeinwurf. ID-Karteneinsteckmöglichkeit für die Alterskennung. Die Münzrückgabe. Die Produktausgabe. Der LCD-Touchscreen. Die Menüführung erfolgt auf dem Bildschirm, der sehr einfach zu bedienen ist. Unter anderem trägt er zu Anweisungen für die Verwendung von Arzneimitteln bei. Durch Berühren des Bildschirms das Menü ist sofort aufrufbar und die Auswahl der Produkte kann ohne Tastatur durchgeführt werden. Durch den Druck des roten Knopfes auf dem Bildschirm sind Hilfsorganisationen wie Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu jeder Zeit erreichbar. Mit dem grünen Knopf sind ärztlicher Bereitschaftsdienst und Apotheken durch direkte Verbindung ebenfalls telefonisch zu erreichen. Die Kommunikation kann durch das Mikrofon und den Lautsprecher durchgeführt werden, die in dem Gerät verbaut sind. Drücken Sie jetzt die rote Markierung. Hallo, 112 Rettungsdienst am Telefon. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ein Unfall ist in unserem Dorf passiert. Benachrichtigen Sie bitte den Rettungsdienst. In Ordnung, ich schicke sofort einen Krankenwagen. Drücken Sie jetzt die grüne Markierung. Hallo. Ein Bereitschaftsarzt ist am Telefon. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Robofen-Anazin kaufen, aber ich leide an Bluthochdruck und weiß nicht, ob ich das Medikament nehmen darf. Ja, Sie können Robofen-Anazin auch bei Bluthochdruck nehmen, aber lesen Sie die Informationen auf dem Monitor wegen eventueller Nebenwirkungen. Schauen wir mal einen Kaufprozess an. Das Gerät kann in 4 verschiedenen Sprachen programmiert werden. Bitte wählen Sie die englische Sprache. Wählen Sie bitte die Kategorie der Fiebermittel. Die folgenden Arzneimittel erscheinen in dieser Kategorie. Wählen Sie bitte die Kategorie der Schmerzmittel. Die folgenden Arzneimittel erscheinen in dieser Kategorie. Wählen Sie Robofen-Anazin. Der Preis beträgt 660 Forint. Hier finden Sie die Beschreibung der Medizin. Lesen Sie bitte gut durch. Wenn es nicht richtig oder zutreffend ist, drücken Sie die rückwärts, um einen Menüschritt zurückzugehen. Sollte es jetzt richtig oder zutreffend sein, tippen Sie auf das Zeichen Korb. Danach fragt das Gerät nach Alterskennung. Arzneimittel dürfen in Ungarn nur über das Mindestalter ab 14 Jahren erworben werden. Nach der Identifikation sind Sie aufgefordert, die Produkte zu bezahlen. Durch Berühren des Druckerzeichens auf dem Monitor kann die Gebrauchsanweisung ausgedruckt werden. Die Mini-Apotheke ermöglicht die Zahlung durch Banknoten, Münzen, sowie gegebenenfalls auch mit Kreditkarten. Bei der Restgeldrückgabe können Münzen sowie Banknoten zurückgegeben werden. Nach Bezahlung der Medizin erfolgt zuerst die Geldrückgabe, dann kann das Medikament aus dem Produktsteckplatz entnommen und die Quittung gedruckt werden. Bei unbefugter Türöffnung wird die Warnblinkanlage automatisch angeschaltet und das System sendet eine SMS an den Operator, der Polizei oder an eine Sicherheitsfirma. Bei regulärer Öffnung der Türen der Mini-Apotheke durch Schlüssel fragt das System nach einem 4-stelligen Zugangscode. Beide Türen können mit speziellen Schlüssel und Codes unabhängig voneinander geöffnet werden. Der Geldentnehmer hat keinen Zugang zu den Produkten, ebenso wenig die Person zur Geldeinnahme, die Bestände auffüllt. Hinter der Tür auf der rechten Seite befinden sich der Server und die Steuerungseinrichtung. Hinter der Tür auf der linken Seite befinden sich die Arzneimittel. Mit Öffnung der Türen können die Maus und Tastatur verwendet werden. Man kann die folgenden Daten einstellen. Besitzer.
Benutzerdaten. Produkte. Gruppen. Optimierung der Ausgabeeinrichtung. Informationsfluss. Alarmsignal. Verwaltung der Werbung. Einstellung der Bezahlungsmittel. Lagerverwaltung. Statistik von Umsatzdaten. Etwa 800 Arzneimittel abhängig von der Verpackungsgröße können in der Mini-Apotheke deponiert werden. Die Mini-Apotheke ist mit 42 Produktablagen ausgestattet, in denen etwa 800 Medikamente platziert werden können. Die folgenden Typen von Nachrichten können durch das Kommunikationssystem GSM gesendet werden. Der Bestand ist unterhalb dem vorgeschriebenen Mindestniveau. Medikamente aus einer Produktablage sind aus. Wechselgeldmenge für Geldrückgabe in Geldkasten erreicht den Minimalwert. Unberechtigter Zugriff. Einer der Benutzer öffnete die Tür durch vierstelligen Code. Betriebsstörung. Stromausfall. Im Falle eines Stromausfalls wird die installierte OSV eingesetzt, um den endgültigen Kauf sicherzustellen. Am Ende des Stromausfalls wird die Mini-Apotheke automatisch neu gestartet. Durch GSM oder Internetnetzwerk ist es möglich, die gespeicherten Informationen und die Einstellungen auf dem Computer zu ändern und neue Anzeigen hochzuladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.